Dann hat sie von hat meine Tochter von Harwell Shampoo Hydro ohne Silikone aufgebraucht. Das ist für normales und trockenes Haar. Da sind immer 300 Milliliter drin. Das kriegt man im Netto. Das findet sie ganz gut. Und im Übrigen gab es gerade eine Unterbrechung, weil meine Batterien leer sind. Ich muss noch Akkus für meine neue Kamera kaufen. Irgendwie mag sie mich nicht. Nein. Dann haben meine Mädels von Schauma Fresh It Up Anti-Schuppen-Shampoo aufgebraucht für schnell fettendes und schuppiges Haar. Da sind sie auch sehr begeistert von. Aber leider gibt es das nur beim 1-Euro-Shop. Dann hat meine Tochter die Linona Hand mit wertvollen Linolsäuren aufgebraucht. Da ist sie sehr begeistert von. Aber im Moment probiert sie eine andere. Sonst wird es nachgekauft. Dann habe ich meine berühmten Wattepads von Evelyn aufgebraucht. Ich finde sie angenehm auf der Haut. Die fusseln nicht. Werden immer wieder gekauft. Dann habe ich von Balea Badesalz Sinnliche Auszeit mit Kokos- und Linienduft aufgebraucht. Da waren 80 Gramm drin. Das mische ich immer mit diesem Kokosschaumbad und dann riecht das ganze Badezimmer richtig angenehm und ich liebe diesen Duft. Dann habe ich ausprobiert von Essence Süße Verführung mit Honig. Ja, Sprudelbad mit entspanntem Honigduft. Oh, und das riecht. Oh. Schade, dass es keine Duftkamera gibt. Also, das kann ich wärmstens empfehlen. Kauft es euch selbst. Es riecht so toll. Ich liebe diesen Duft. Den werde ich auch nachkaufen. Das ist nämlich neu und eine limitierte Edition. Da haben wir ein Pröbchen von der Lilona Hautmilch. Dann ist bei uns Pflaster aufgebraucht worden, weil ich einen kleinen Unfall hatte von Cosmoplast. Das kriegt man auch im DM. Ja, im DM. Da sind fünf große Pflaster drin. Fand ich ganz gut. Ist hautfreundlich. Müssen auch wieder nachgekauft werden, weil sowas habe ich immer auf Vorrat im Haus. Dann meine berühmten Brillenputztücher. Die kaufe ich immer im Netto. Da sind 54 Stück drin. Also putzen die Brille klar, ohne Streifen. Wunderbar, sind auch schon nachgekauft. Ah, von den Tuchmasken, die ich gerade schon mal vorgestellt habe, hatte ich auch den Frosch. Der wirkt erfrischend. Die Maske war Bombe. Ich hatte keine Probleme mit der Haut. Sie wirkte kühlend. Sah nur lustig aus. Also meine Kinder haben sich nicht mehr bekriegt, wie ich die drauf hatte. Kann ich empfehlen. Kauft sie euch wirklich selbst diese Masken. Wunderbar. Dann habe ich aus der Faultier-Edition von Balea, die limitiert ist, die Tuchmaske gehabt, die auch wunderbar angenehm frisch wirkte, kühlend auf der Haut. Ist schade, dass es die nicht mehr zu kaufen gibt. Ich habe sie wirklich nirgendwo mehr bekommen bei uns um die Ecke. Wer sie noch bekommen kann, holt sie euch, die ist klasse. Das ist übrigens die Maske, also so sah sie halt nur aus. Hatte auch Klappen für die Augen. War wirklich klasse. Ich war so begeistert, als ich sie benutzt habe. Dann habe ich vom Netto, von Shisara, die Reinigungstücher benutzt. Also größter Flop, werden nicht mehr nachgekauft, trocknen schnell aus, reinigen die Haut nicht gründlich, also bleibt nicht viel zu sagen. Dann habe ich das Töpfchen gefunden von der Maske mit dem Algenextrakt. So sieht das aus. Das ist halt hier so ein kleines Töpfchen, da ist noch ein kleiner Rest dran, wie man sieht. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist so ein
Clipper halt. Ja. Dann habe ich aufgebraucht von Balea das Duschgel Glamorous Night mit dem Duft von süßen Beeren. Das riecht wirklich angenehm. Hält lange, diese 250 Milliliter. Also ich habe jetzt Ewigkeiten gebraucht, das leer zu machen. Ich glaube, wenn ich es aufschneiden würde, würde immer noch was rauskommen. Ich habe aber noch eine davon, also brauche ich nicht nachkaufen, kann man aber empfehlen. Riecht wirklich gut. Dann hat mein Mann, ich muss euch mal eben hochheben, von Das Gesunde Plus Original Totes Meer Badesalz aufgebraucht. Er liebt es, wird immer nachgekauft. Da sind immer drei Beutel mit 500 Gramm drin, da er extrem mit Schuppenflechte zu tun hat, badet er da sehr, sehr gerne drin. Dann habe ich aufgebraucht, jetzt wo es warm war, das Balea Wasserspray mit Kokos. Ich hoffe, das wird nächstes Jahr wieder erscheinen. Das war sehr gut, roch auch angenehm nach Kokos. Wenn es das nächstes Jahr wieder gibt, kaufe ich es auf jeden Fall nach. Dann habe ich das Deo von Fahr Luxurious Moments aufgebraucht mit 0% Aluminiumsalze. Hatte einen verführerischen Duft. Es riecht jetzt sogar noch. Roch ganz gut, aber ich habe noch so viel Deos. Dementsprechend muss ich die erstmal aufbrauchen. Aber wenn, würde ich es nachkaufen. Dann habe ich mein Shock Waves von Vella aufgebraucht, das Haargel. Kann ich also wirklich weiterhin empfehlen. Sind 100 Milliliter drin, aber im Moment teste ich ein neues aus, und aber es wird nachgekauft. Dann habe ich eine Probe aufgebraucht von Max, Look Up Now. Da waren 50 Milliliter drin, das hatte ich in irgendeiner Box, die Body Lotion. War ich nicht so begeistert von, deswegen wird es nicht nachgekauft. Dann brauchte ich neue Zahnpasta, Colgate Max White. Sehr gut, kann ich nur empfehlen. Kauft sie euch selbst. Dann habe ich aufgebraucht von Playboy das Parfüm. Sehr, sehr gut. Wenn es das noch geben würde, würde ich es mir auch wieder nachkaufen. Dann hat meine Tochter auch eine Maske aufgebraucht. Cool Melon, dieselbe wie ich. Sie war da auch begeistert von. Dann habe ich die Tuchmaske Sweet Mango aufgebraucht. War auch ganz angenehm auf der Haut. Fand ich ganz toll. Schade, dass es die hier wirklich nicht gibt. Dann habe ich das Kneipp Badekristall Alles wird gut mit Vanille, Macadamia und Honigextrakt aufgebraucht, und es riecht immer noch so toll. Kann ich euch nur empfehlen, kauft es euch nach. Es riecht so toll. Dann habe ich die Mascara von Max Factor aufgebraucht. Lash Effekt. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Na komm schon. Die Kamera will noch nicht so. Auf jeden Fall diese Gummibürstchen, das war so toll. Leider ist sie leer, und wäre sie nicht so teuer, würde ich sie mir kaufen, aber sie ist eine kleine Auszubildende, unbezahlbar. Dann habe ich die Lippenpflege aus der Faultier-Edition mit Erdbeerduft. Da ist aber noch was drin. Ich wollte euch aber gerne die Verpackung zeigen. Dann. Wow, meine Kamera geht flöten. Hallo, wo willst du hin? So, jetzt auch. Dann habe ich von Eric den Freshmatic. Ich hoffe, den Duft gibt es nächstes Jahr wieder. Der ist so Bombe.
Dann haben wir einen Mückenstecker von Rossmann aufgebraucht. Der ist super. Seitdem ich den benutze, habe ich keine Mücken mehr im Haus. Dann hat meine Tochter von Balea das Apfel-Limonengras aufgebraucht. War sie begeistert von. Dann von Head & Shoulders, das sah ich glänzend, hat sie aufgebraucht. Und wir haben von Evelyn die 160 Wattestäbchen aufgebraucht. Die Packung finde ich ganz gut. Ja, das ist mein Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen helfen, ein bisschen beraten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ihr könnt kommentieren, mich abonnieren. Ich erinnere nochmal dran, ab 100 Abonnenten folgt auf jeden Fall eine Verlosung. Nächsten Tage wollte ich mal gucken, ob ich ein DM Online Live-Shopping mache. Das heißt, ihr könnt mir Aufgaben stellen, die ich erfülle, so gut es geht. Und ja, auf jeden Fall, wie gesagt, bei 100 Abonnenten gibt es eine Verlosung. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eure Maya 558.